Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute einen Tag Backstage bei Sturm der Liebe und hoffe auch, dass ich den einen oder anderen Schauspieler treffen kann und natürlich auch so ein paar Secrets, Geheimnisse entlocken kann, wie es denn in der neuen Staffel so weitergeht. Also, dranbleiben. Jetzt laufe ich hier so durch die ganzen Studios und dann treffe ich den Florian in seiner Pause. Wie war dein Tag bis jetzt? Der hat heute sehr früh begonnen, um 9 Uhr im Außendreh. Also wir drehen ja gleichzeitig im Studio und immer im Außendreh und die Schauspieler werden dann hin und her gefahren. Und da hatte ich das erste Bild mit einem Fahrrad heute. Und dann hatte ich jetzt ein paar Stunden Pause und dann geht es jetzt bis Abend weiter. Auch wieder im Außendreh, aber auf dem Gelände. Was passiert heute so? Kannst du noch was verraten? Ja, darf ich verraten. Heute ist ein Dartspiel. Wir sind zu viert und da sind zwei, die wir verkuppeln wollen. Die Rumi und der Paul und die Tina und ich, wir wollen die beiden verkuppeln. Und das geht natürlich schief. Wir brauchen noch 21 Punkte. Okay, du schaffst es. Triple Z, Alex. Ja, komm, nicht nur reden, jetzt wollen wir mal was sehen. Dir wird gleich hören und sehen vergehen. Können wir bitte weiterspielen? Ja! Und so sind wir zurück im Spiel. Jetzt sagst du aber auch schon, da steckt doch irgendwas auch so in Liebelei mit drin, oder? So mit deiner Rolle auch. So, was passiert denn da? Also ich will auch was von der Tina und die Tina will im Moment noch nicht so richtig was von mir und da versucht der Nils alles. Er geht zu einem Flirtcoach zusammen mit dem André und dann versuchen wir, dass er mit der Melli wieder zusammenkommt und ich eben endlich mit Tina zusammenkomme. Aber das funktioniert nicht so gut. Aber wir haben die Hoffnung noch, dass das funktioniert. Ich habe die Hoffnung auch. Sag mal jetzt ganz kurz zu deiner Rolle, die ich nicht kenne, was ja wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber falls doch, beschreib doch mal kurz deine Rolle. Ich bin hier am Fürstenhof der Wellness-Typ, also Fitness, Reitlehrer, Tennislehrer, Skilehrer, Masseur, Aquagym, Powergym, Yoga, Pilates, Yogartist. Habe ich was vergessen? Bodypump. Alles. Der kann alles. Everybody's darling. Ja. Auch. Du sag mal, wie ist es eigentlich, wie viel von dieser Rolle hat sich dann in der Laufe der Zeit auch in deinem Leben mit verändert? Es ist natürlich dadurch, dass wir ein tägliches Format sind und wenig Zeit. Es sind schon viele Züge, die ich der Rolle von mir gebe und es befruchtet sich, sage ich jetzt mal, so gegenseitig. Bei vielen Kollegen würde ich fast sagen, ist das so. Also es ist jetzt anders, als wenn man woanders was dreht, wo man an der Rolle ganz genau sieht, was das für ein Typ ist, bringt von uns jeder natürlich ein bisschen mehr von sich damit rein. Was glaubst du, warum ist die Serie so lange erfolgreich? Das hat, glaube ich, viele Gründe. Also ein wichtiger, was ich natürlich auch immer wieder höre, sind die tollen Landschaftsaufnahmen. Und da sage ich immer, der Bayer schaut seine Landschaft wirklich gern an anscheinend. Und aber auch die Nicht-Bayern sehen gern die Berge und die Seen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich denke, noch viel wichtiger ist dieses harmonische Miteinander, das sich überträgt. Es sind Geschichten, die dann immer mal wieder spannend sind und dann sind es einfach mal wieder nur schöne Geschichten. Also man kann sie ganz angenehm beim Kaffee trinken anschauen. Und da, wenn man dann mal Figuren hat, die man mag, ich glaube, deswegen bleibt der Zuschauer dann auch dabei kleben und will einfach wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Es ist wenig Zeit. Und du hast für eine Szene zwischen 25 im Studio und 45 Minuten im Außendreh Zeit. Und da muss es vorher einmal gemeinsam der Text probiert werden, dann kommt der Regisseur dazu, dann gibt es eine Generalprobe und dann wird gedreht. Jetzt seht ihr die Folge nicht so, wie ihr sie guckt, sondern ihr müsst ja, die Frequenzen oder die Szenen dauern ja beim Dreh deutlich länger. Dreht ihr parallel oder wie stellt man sich das so vor, wie so eine Serie entsteht? Ja, also wir nennen das einen Block. Montag bis Freitag ist ein Block. Das sind 5 Drehbücher und die drehen wir dann quasi nicht chronologisch. Das heißt, wir sind einmal im Außendreh und gleichzeitig im Studio. Und im Studio werden 2 Drittel gedreht und im Außendreh 1 Drittel. Und dann sind zum Beispiel alle
Bilder, also wenn jetzt angenommen, man hat in diesen 5 Drehbüchern 8 Szenen, die auf einer Almwiese spielen, dann werden alle Almwiesenbilder zum Beispiel auf den Mittwoch gelegt. Und dann werde ich hin und her gefahren, dann drehe ich zum Beispiel das zweite Bild auf der Almwiese, muss dann ins Studio, dann drehe ich im Studio von mir aus in der Pianobar oder in Wohnung Nils. Und dann kann es sein, dass ich dann am Abend nochmal zur Almwiese gefahren werde. Und wir haben draußen im Außendreh haben wir 2 Kameras und da wird 45 Minuten werden da veranschlagt für ein Bild. Und im Studio haben wir auch 2 Kameras, das waren früher 3. Da sind es so 25 Minuten. Und dann haben wir manchmal Vorlauf, manchmal hängt man. Das heißt, verschiedene Szenen werden teilweise parallel gedreht dann auch? Genau, also es gibt immer 2 Teams, Studioteam, Außenteam, 2 Regisseure. Der eine bleibt dann die ganze Woche im Außendreh, der andere Regisseur bleibt die ganze Woche im Studio. Und wir Schauspieler gehen vorher den Text durch, dann kommt man ans Set, dann gibt es eine Schauspielprobe, dann einmal mit der Technik und dann, wenn es gut läuft, ist schon die Generalprobe. Manchmal wird die Generalprobe auch als Reise mitgedreht. Und dann, wenn alles gut ist, ist es im Kasten. Und sonst kann man picken oder ein Insert machen oder man fängt von vorne nochmal an, solange bis es passt. Wird es mit den Kostümen auch ein bisschen dann kompliziert manchmal, weil man immer wieder mal andere Outfits anhat? Ja. Dann muss man sich wieder umziehen, wieder umziehen und wieder umziehen. Und hoffen, dass auch wieder alles so sitzt wie zuvor, oder? Ja. Ja, da passieren dann natürlich auch manchmal Fehler. Ne? Dass man unterhält sich noch und dann passiert mir dann manchmal, ich ziehe die Hose aus und ziehe dann die gleiche Hose wieder an. Und da sind aber dann die Garderobieren am Set, denen das dann auffällt und dann... Naja, bei den großen Hollywood-Klassikern wie Pretty Woman und Co. sind da auch große Fehler gefunden worden. Ja. Also wenn es die Großen schon mal machen, dann ja. Ich würde sagen, wir schauen mal in deinen Arbeitsplatz ein bisschen genauer rein. Ja. Und ich denke mal, wir versuchen mal durchs Schlüsselloch zu gucken und vielleicht findet man ein paar ganz, ganz coole Bilder bei dir at work. Bestimmt. Also ist natürlich alles immer antialkoholisch und wir haben einen alkoholfreien Sekt. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, es ist der Hammer. Die neue Staffel ist einfach nur sehenswert. Es geht spannend gleich weiter. Und ja, schaut rein, es ist auf jeden Fall sehenswert. Und für alle, die Stunde Riegel noch nicht kennen, draufklicken auf ARD. Ich fand meinen Tag hier hinter den Kulissen einfach nur phänomenal. Ich hoffe, ihr auch. Also Daumen hoch für das Video. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.